Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von meinem WoW Classic Let's Play. Uah, ich habe schon den Akku. Au. Das hat dich jetzt zu spät überrissen, dass da eine Katze ist. Wir haben uns wieder belebt und die Katze getötet, die uns getötet hat. Haha, Rache ist süß, gell? Leider können wir sie nicht kürschnern, weil sie halt einfach viel zu hoch ist. Und, ist ja. Noch nicht bereit. Aber den Ebenenschreiter konnten wir kürschnern. Ich will da nur kürschnern. So, dann wollen wir... Was wollen wir denn? Wir wollen hier so komische Trescheraugen sammeln. Aha. Aha. Okay, Trescheraugen. Das lädt immer noch auf. Wenn ich jetzt nur wüsste, wann wir eigentlich die nächsten besseren Pfeile bekommen. So, kann ich dich kürschnern? Rein theoretisch schon. Wenn das Kürschnern schon so weit wäre, wie weit sind wir dann eigentlich mit dem Kürschnern? 28. Ah! Ernsthaft jetzt? Wegen 2 Punkten geht das nicht. Das möchte ich jetzt aber gerne beseitigen. Ah, so, warte mal. Ich weiß zwar nicht, ob ich dich kürschnern kann, aber ich hoffe. Mit der Level 11er, den ich vorher getötet hatte, der, ja, den konnte ich gerade noch kürschnern. Oh, ja, renn in meine Richtung. Renn in meine Richtung, das ist sehr gut. So, leichte Feder. Nein, verdammt. Okay, Level 11. Ich bin außer Reichweite. So, Level 11. Ich habe kein Ziel. Das ist halt jetzt Aschasto. Was bist du? Level 13. Was bist du? Level 12. Könnte knapp sein. Könnte verdammt knapp sein eigentlich. Das ist zu weit entfernt. Na, mal, den können wir jetzt mal schnell kürschnern. Wenn der Bär da weg ist. Ja, das ist nämlich, ja, 29. Ha, 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 ich habe kein Mana mehr. Nein! Nein! Echt jetzt? Oh, danke. Okay, ein Level up. Ja, scheiße, mein Pet wird so sterben. Nein, mein Pet stirbt nicht. Wir sind im Bar zusammen. Warte, du kriegst jetzt schnell was zum Essen. Hier. Dich kann ich nicht kürschnern, aber vielleicht gleich. 12. Oh. Give me point. Ja. Sehr schön. Oh, dann geht's schon weiter mit den Fehlversuchen. Das Problem ist nur, ich habe jetzt gleich eine volle Tasche. Ja, habe ich. Verdammt. Ich sollte dann erstmal Taschen ausmisten gehen. Ich kann nicht mehr tragen. Nein! Echt jetzt? Okay, warte mal, wir verkaufen das hier einfach oder wir hauen das einfach raus. Weil Leder ist momentan ein bisschen wichtiger, dass ich das einsammle. Fehlversuch. Fehlversuch. Aber Level 14 werde ich dann, glaube ich, trotzdem nicht kürschnern können, gell? Level 10. Ich glaube, mit Level 20 kriegen wir dann erst den nächsten Pfeiler. Nee. Kann ich nicht. Okay. So, dann, warte mal, mache ich jetzt erstmal hier Ruhestein. Und dann müssen wir eh einfach nur hier in der Nähe bleiben. Das ist eh nicht so weit. So. Seid hallo? Gegrüßt. Gastwirtin, bei dir kann ich nicht verkaufen. Getränkeverkäufer. Du bekommst jetzt hier ein paar Sachen von mir.
Mana-Trank. Leichter Balk, den kann ich. Kleine pelzige Tatze, keine Ahnung, wofür man die gebrauchen könnte. Schreiterfleisch. Regenbogen, Thunfisch. Okay, das kann ich meinem Pet geben. Das kann ich auch meinem Pet geben. Ugh, what the fuck? Leichte Feder. Okay, warte mal. Wo haben wir einen Briefkasten? Wir haben hier, glaube ich, einen Briefkasten. Erstens mal, wir bekommen Post. Okay, Piccolina. So, dann kriegt Piccolina im Gegenzug hier so drei Sachen. Passt. Mein Pet hat gerade keinen Hunger, gell? Das ist aber ziemlich bescheiden, muss ich sagen. Ich habe so kleine Taschen. Und ich möchte eigentlich so ziemlich alles dann auf einmal abgeben. gut. Meeresfrüchte. Aha. Wir haben hier wirklich noch Quests, die wir angeben nehmen können. Jede Menge eigentlich, ja? Wie geht's? Meeresfrüchte. Ich liebe Krebse. Krebse sind die Früchte des Meeres. Man kann sie backen, grillen, kochen und braten. Man kann sie in der Pfanne braten, frittieren und kurz braten. Es gibt Krebs, Salatkrebs, Suppekrebs, Eintopf, Pfefferkrebs, Zitronenkrebs, Peitscherwurzelkrebs und Ironforge-Krebs à la Surprise. Mhm. Das war es eigentlich. Ich angle hier gerade und daher kann ich mir keine feinen Krebsbrocken besorgen. Man kann sie aus Riffkriechern und verkrusteten Gezeitenkriechern kratzen. Man kann viel mit ihnen anstellen. Man kann sie backen, grillen, So. Warte mal, was will ich denn überhaupt machen? In erster Linie möchte ich erstmal hier zu dem Zahnrad gehen. Meereskreaturknochen. Ich glaube, jetzt brauche ich dann erstmal nichts mehr von wegen. Die Axt. So, mein Pet bekommt jetzt das hier. Kann ich aber wahrscheinlich nicht kürschen, gell, die Murlocs. Schade eigentlich. So. Nee, kann ich nicht. Kriege ich da jetzt Akku? Ja. Ich war noch nicht mal dran, dass ich irgendwas hätte machen können, aber Hauptsache ich kriege Akku. So. Fertig. So, dann habe ich hier die Meerestierknochen. Und dann... Die Frage ist nur, was will der haben? Oh, es sind einige grün geworden. Scheißdreck. Okay, wir werden jetzt erstmal die Viecher hier töten. Die Loch Ness-Monster. Loch Ness Monster. Ich muss näher ran. Ja. Von denen brauchen wir drei Augen.
Mein Pet wird schon wieder zunichte gemacht. Das macht aber nichts, weil ich habe eh so viel zum Verfüttern. So, und ich kann ich jetzt wahrscheinlich wieder wegen... Ja. Einem Level... Alter, also das ist echt heftig. Dass ich wegen einem Level nichts küschern kann. Also nicht wegen einem Level, also... Wegen einem Level beim Pet, also beim Tier, kann ich das nicht kürschnern, weil mein Kürschner-Skill zu niedrig ist. Das ist ja echt heftig. So, wir brauchen nur noch ein Auge. Wir sollten mal zwischendrin auftauchen. So, und du bist jetzt so lieb und gibst mir noch dein drittes Auge. Oder das dritte Auge, das ich von euch benötige. Nein, gibst du nicht. Okay. Wieso denn nicht? Gibst du vielleicht eins her? Spinnenkebab. Untergrundrattenkebab. Die Allianz hat sehr lustige Sachen eigentlich. Du gibst es auch nicht her. Vielleicht gibst es du ja her. Das ist auch so eine Sache. In Classic hat man ziemlich aufpassen müssen, dass man nicht ertrinkt, was in Retail jetzt eigentlich gar nicht mehr unbedingt so das Problem ist. Man hält ziemlich weitaus länger unter Wasser aus. Kein Auge. Wieso nicht? Kein Auge, kein Auge. So, hier hatte ich irgendwo noch so ein Viech gesehen. Da. Da, 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 da. Nein, das kann ich wieder nicht kürschnern. Ich habe kein Ziel. Dich könnte ich kürschnern. Nein, dich kann ich auch nicht kürschnern. Mein Gott, wieso geht das denn nicht? Dich kann ich kürschnern. Und dich brauche ich jetzt dann wahrscheinlich nicht mehr. Kann ich noch nicht wirken? Wenn man jetzt mal so bedenkt, beim Bogenschießen braucht man eine ruhige Hand. Und meine Dame hier kann das sogar im Schwimmen. Die strampelt mit ihren Beinen so ausgeglichen und so stark, dass sie einen ruhigen Oberkörper hat und mit Pfeilen schießen kann. Und das Wasser lenkt die Pfeile überhaupt nicht ab. Da. Auge? Nein. Wieso nicht? Wieso nicht? Kann ich dich kürschnern? Ja, dich kann ich kürschnern. Das ist super. Super, 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 super. Oh! Okay, im Normalfall wären wir jetzt tot. Aber ist ja wurscht, gell? Es ist ja nur ein Spiel. So, jetzt bin ich die ganze Folge damit beschäftigt, dass ich hier drei solche komischen Augen einsammle. Das ist spitze. Das ist ausgezeichnet. So, jetzt kann ich euch auch kürschnern. Supi. Das ist zu weit entfernt. Also, es war ja gar nicht mal notwendig, dass ich zwingend woanders hin hab gehen müssen. Also nochmal zurück ins Startgebiet, um da zu skillen. Wobei, hätte ich das damals vorher angefangen, dann wäre es auch besser gewesen.
Oder leichter, sagen wir es mal so. Leichter. Oh, das dritte Auge. Ich kann das nicht plündern. Wir haben das dritte Auge. Sehr schön. So. 41. Ausgezeichnet. Feine Krebsbrocken. Da unten kriege ich das? Verseuchtes Land. Tollwütiger Distelbär gefangen. Okay, ich werde mich jetzt aber auf den Weg hier oben hin machen. Oder wie mache ich denn das jetzt am besten? Nee, ich werde mich auf den Weg zum Dörfle machen, glaube ich. Das ist, glaube ich, die gescheitere Variante. Und werde dann mal die ganzen Quests abgeben, die ich abgeben kann. Weil die halt auch schon grün sind. Und ja. Eigentlich ist es doof, wenn die grün sind. Dann kriege ich weniger EP. Aber es ist halt so, wenn man zuerst alles fertig machen will, gell? Das ist, ja, in Retail eigentlich nicht anders, nur dass die Quests nicht mehr grün werden. Eigentlich haben sie das total, also überhaupt rausgepatcht, gell? Man hat generell nur noch gelbe Quests. Und die, die hier rot sind, kannst du halt in Retail gar nicht annehmen. Die kannst du halt erst annehmen, wenn es soweit ist. Ja, jetzt kann man sich halt aussuchen. Ist das positiv? Ist das negativ? Ist man dafür? Ist man dagegen? So, den haben wir ja schon repariert. Dann müssen wir erstmal da oben hin. Ich hätte gern Aspekt des Geparden. Da wäre ich ein bisschen schneller unterwegs, aber das brauche ich noch ein bisschen. Was führt euch hierher? An Land gespült. Diese Kreaturen begannen erst vor kurzem in solch alarmierender Zahl an den Ufern von Dunkelküste zu landen. Ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, dass dies irgendein schlechtes Omen ist. Wenn ihr eine Probe der Knochen dieser Kreatur im Süden beschaffen könntet, würde uns das in Danassos sehr bei der Einschätzung der Situation helfen. Hier. Ich hoffe, die Murlocs haben euch keine allzu große Schwierigkeiten bereitet, als ihr das für uns geholt habt. Ich werde das definitiv mit dem nächsten Hypogryph nach Danassos schicken. Der Tempel des Mondes hat mir einige Geldmittel zur Verfügung gestellt, um damit Hilfe zu belohnen. Bitte nehmt dies mit unserem Dank. Aufgrund eures Erfolges hier wage ich euch eine Gelegenheit zu bieten, dem Tempel des Mondes erneut zu helfen, falls ihr interessiert seid. Die gestrandete Kreatur ist kein Einzelfall hier in der Dunkelküste, entlang der Ufer und sogar im Wasser gibt es noch mehr davon. Ich möchte, dass ihr einen weiteren Fall untersucht, von dem wir wissen, da wurde die Kreatur westlich von Aberdeen im Meer gesichtet und zwar in der Nähe eines gesunkenen Schiffes. Kommt mit allem, was ihr findet und was uns bei unseren Forschungen behilflich sein könnte, zu mir zurück. Außerdem begegnet ihr auf eurem Reisen vielleicht auch noch anderen Kreaturen, falls ihr etwas entdecken solltet. Dann zögert bitte nicht und informiert uns darüber. Mögen euch die Sterne leiten. Kann ich dann machen. Aber zuerst werden wir jetzt erstmal hier alles abgeben. Und dann müssen wir uns mal ein bisschen ausruhen. Ist ja anstrengend hier. Da eiern, hier eiern, rumeiern, überall rumeiern. So, bei dir haben wir die Kette besorgt, ja? Genau. Oder den Anhänger. Mit sorgenschwerem Herzen folgte ich Shandu Stormrage in den großen Schlaf und nahm meine Sorgen mit hinüber in meine Träume, um tausende von Jahren zu schlafen. Danke, Asumi. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich es selbst getan hätte. Aber selbst nach diesen tausenden von Jahren konnte ich es nicht über mich bringen, die Hand gegen meine Geliebte zu erheben. Bitte, ich möchte mit meiner Trauer allein sein. Ilun, erleuchte euren Weg. Ich lass dich allein. So, und wo ist jetzt diese... Ach, gesucht. Ach, da ist so ein Schild. Warte. Gesucht. Da. Gesucht. Gurgelbacke. Achtung, eine Belohnung wird ausgesetzt für den Tod des Murlocs Gurgelbacke. Diese üble Bestie ist nachgewiesenermaßen verantwortlich für den Tod mindestens einer Schildwache und wird verdächtigt, den Untergang von mindestens zwei Fachschiffen,
Frachtschiffen in den Gewässern vor Dunkelhüste verursacht zu haben. Zuletzt wurde Gurgelbakka in einem Barackenlager der Murlocs südlich von Aberdeen gesehen. Es wird angenommen, dass er die Hütten dort verteidigt. Das Kopfgeld kann bei Schildwacher Glinda Nal Shea in Aberdeen eingefordert werden. Der Dorfrat von Aberdeen. Ah ja, okay. Können wir ja dann mal bei Zeiten machen, aber jetzt noch nicht. okay. So, was haben wir denn hier noch? Noch nichts. Ich muss erstmal hier rein. Schreit der Eintopf. Der Topf ist leer und ich habe Hunger. Was hat euch so lange aufgehalten? Ja, ich habe dies und das und jenes. Ach, ich halte einfach die Klappe. Komm. Fantastisch. Kostet und sagt mir, was ihr davon haltet, Azumi. Ist das mein Schwein auch? Warte, muss ich ja mal gucken. Isst du das? Du isst das sogar. Mein Schwein isst Eintopf. Das. Werkzeuge der Hochgeborenen. Wären die Relikte doch auch bei der Katastrophe zerstört worden, die unsere Welt zerstört hat. Wie dem auch sei, wir müssen tun, was wir können, um dafür zu sorgen, dass die Schrecken unserer Vergangenheit sich in der Zukunft nicht wiederholen. Ah! Verdammt! Ja, das war jetzt ein bisschen blöd von mir, weil es war unüberlegt, gell? Gut, dann würde ich sagen, ich mache hier jetzt erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und bis dahin sage ich erstmal schönen Abend und ciao, ciao!